Freunde, einen herzlichen, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, jedem hier auf diesem Call geht's gut. Ich freue mich unglaublich auf diesen Call nach dem gestrigen ersten Tag unseres Smart Money Bootcamps. Ich sehe gerade, wir sind hier knapp über 50 Leute auf dem Call. Schaut nochmal, wer gestern alles auf diesem Call war und wer nicht, und ruft wirklich jeden von diesen Personen an, dass die unbedingt nicht den zweiten Teil verpassen dürfen. Weil mit dem, was sie gestern gelernt haben, können sie nicht viel anfangen. Sie brauchen einfach das Wissen von heute. Sie brauchen das Wissen von unseren zwei Gs, die wir heute auf diesem Call haben, um wirklich das alles perfekt nutzen zu können. Weil das, was wir heute hören, wird geisteskrank. Ich sage es euch ehrlich, es wird einfach nur völlig verrückt. Es wird nur geisteskrank werden. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich bin natürlich heute wieder nicht alleine, sondern ich habe den lieben Danny wieder mit am Start. Danny, what's up? Yes, ich bin heute auch wieder dabei. Ich hoffe, jeder von euch hat gestern viel gelernt. Ich hoffe, jeder von euch hat sich gestern viel aufgeschrieben. Und ich hoffe, jeder von euch hat verstanden, worum es gestern ging. Denn heute wird genau darauf wieder aufgebaut. Und ich bin gespannt, ich bin gehypt. Ich würde sagen, das, was heute kommt, wird das von gestern nochmal toppen. Da bin ich mir zu 100% sicher, wenn ich schon den Enzo sehe, wenn ich den DaVinci Finn sehe. Ja, holt Zettel, Block raus. Ihr wisst Bescheid, Standardspruch, wenn ich morgens um 3 bei euch einbreche, will ich Notizen sehen. Sehr, sehr geil. Genau, Freunde, ihr habt es gestern vielleicht schon gesehen, diejenigen, die auf YouTube vorbeigeschaut haben, haben schon gesehen, Marzi hat das Video gestern auf YouTube noch hochgeladen, hat es fertig gemacht, hat es geschnitten und so weiter und so fort. Das heißt, solltet ihr was nicht verstanden haben vom gestrigen Part, schaut euch das Video gerne nochmal an. Genauso heute wird genau das Gleiche passieren. Wir werden uns heute Nacht wieder dran setzen, das wieder fertig machen, wieder hochladen, sodass ihr euch das Ganze nochmal im Vorhinein angucken könnt, falls ihr heute irgendwas auch nicht versteht. Wir werden am Ende mit dem lieben Finn und dem lieben Enza auch noch ein kurzes Q&A machen. Einfach, falls ihr Fragen habt, falls ihr irgendwas daraus nicht verstanden habt, immer gerne raus damit. Wenn ihr die Fragen behaltet, Danny hat es gestern gesagt, wer nicht fragt, bleibt dumm, ganz einfach. Wer keine Fragen stellt, ist selber schuld. In dem Fall, einer meiner P6-Leader sagt immer, wenn du keine Fragen stellst oder wenn du da nicht mitschreibst, dann kann dir nicht mal mehr Gott weiterhelfen. Und das finde ich immer ein ganz guter Punkt. Und genauso ist es auch, wenn du heute nicht mitschreibst, wenn du heute nachher keine Fragen stellst, obwohl du Fragen hast, dann kann dir nicht mal Gott weiterhelfen. Und mit den Worten haben wir wirklich hier wunderschön eingeleitet. Wir fangen nämlich an mit unserem ersten Speaker. Und der erste Speaker ist eine ganz, ganz besondere Person für mich. Auch wenn er seine Haarfarbe geändert hat, er ist immer noch der gleiche Idiot von nebenan. Wir geben ihm hier einmal den Co-Host und ja, genau, dann zieht er schon seine Kapuze auf. Und wir fügen das Pin-Video mal hinzu. Bei mir sehe ich es nicht. Ihr sieht jeder? Doch, sollte man sehen. Genau, der liebe Erstspeaker ist nämlich unser lieber Mr. Enza Ince. Mister, ich mal den Chart so voll, dass nicht mal ich selber mehr blick, was da eigentlich steht. Völlig verrückte Scheiße, was der Typ hier macht. Aber ohne Witz, es gab in unserer Geschichte gab es so lustige Situationen, weil es hat nämlich angefangen, indem ich ihn nach Trading-Infos gefragt habe. Ich ihn gefragt habe, hey Bro, kannst du mir helfen? Kannst du mir da weiterhelfen? Irgendwann hat sich dann geändert, da kam Enza zu mir her und hat gesagt, hey Bro, lass mal zusammensetzen, lass mal gucken, wie du das machst, lass es mal machen. Und mittlerweile, ich würde behaupten, wir sind einigermaßen auf einem ähnlichen Stand und es ist extrem krass, was der Junge macht und was der Typ mittlerweile abreißt in diesem Game. Auch einer, der mit HFX damals angefangen hat, mit HFX groß geworden ist im Trading und mittlerweile Smart Money tradet wie ein Verrückter. Es ist völlig geisteskrank, was Enza immer bei uns in die Gruppen schickt, was er für Pips catcht, was er mitnimmt, was er für Trading-Ideen raushaut. Ich bin absolut blessed, so jemanden kennengelernt zu haben und ich bin noch viel, viel mehr bläst, dass er heute Abend hier auf diesem Call speakt und einfach mit uns seine Nuggets teilt, mit uns das teilt, was er gelernt hat über die Zeit. Und ich will gar nicht mehr viel sagen, weil das, was er sagen wird heute, wird einfach dafür sprechen, was Enza mittlerweile ist und was Enza mittlerweile kann. Bro, mit den Worten, du kannst dich entstummen, du kannst den Bildschirm teilen, du hast den Kurs, mach, was du willst, zeig uns, was du kannst. Vielen, vielen Dank. So. Da werden wir wieder, wie immer, wie jeder Speaker, danken wir erstmal am Anfang. Also nach wie vor ist eine lange Zeit her, würde ich mal behaupten, dass wir uns mal anständig wieder hier auf den Call setzen konnten oder generell quatschen könnten. Content. So, ich will gar nicht lang rumfackeln. Ich gehe jetzt erstmal in den Chart. Und das Wichtigste ist, ich packe erstmal diesen Chart aus und wir gehen jetzt erstmal weg von den Charts. So, das Wichtigste, was ich heute erstmal mitteilen möchte, ist nicht die Kernbotschaft oder das, was ich jetzt generell auf dem Markt mitgeben möchte, ist einfach
etwas, was ich in meiner Zeit ein bisschen gelernt habe. Nein, keine Werbung bitte. Sondern einfach das, was ich wirklich weitergeben möchte, jedem ans Herz legen möchte. Weil wir haben mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Bootcamps auf die Beine gestellt. Und ich kann auch wirklich von meinem Wissen aus behaupten, dass es auch qualitativ gute Bootcamps sind, mit sehr guten Intentionen und auch mit sehr gutem Wissen. Und hierbei möchte ich einfach die wichtige Botschaft ermitteln, dass es jetzt an der Zeit ist, wirklich das Richtige für sich zu finden. Vor allem, wenn wir so viele Strategien haben, so viele verschiedene Sachen, ist wirklich Zeit für euch, mal wirklich zu schauen, mal wirklich rumzutesten oder auszuprobieren, okay, was passt für mich, was passt in meinen Alltag rein, für denjenigen, der arbeitet, will ich vor oder nach der Arbeit traden und so weiter und so fort. Stellt die richtigen Fragen und kommt bitte zum Schluss, was passt am besten A zu meinem Charakter oder generell vom Stil her, langfristig, kurzfristig etc. pp. Und B, stehe ich auch wirklich hinter der Strategie? Macht mir das Spaß? Ergibt sie für mich Sinn? Und generell einfach, ob ihr euch mit dieser identifizieren könnt. Das war es auch schon. Weil ansonsten werdet ihr halt einfach ein bisschen zu lang rumirren. Und das ist halt die Tatsache. Das war auch generell bei mir eine Sache, bei der ich gesagt habe, oder eher gesagt, bei der ich mir schwer getan habe, wo ich, wie Yannick schon gesagt hat, mal zu ihm gegangen bin, hab mal gefragt habe, ey, wie hast du das damals gemacht? Weil das war halt wieder die Situation mit, ich weiß so viel, ich habe so eine Bandbreite an Wissen, aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Eher gesagt, ich weiß nicht, wie ich es anwenden soll, weil ich hatte das Gefühl, dass ich zu viel wusste. Und das Ding ist, ihr könnt niemals zu viel wissen, sondern ihr müsst einfach wissen, wie ihr das umsetzt und was ihr quasi aus eurem Wissen entnehmen könnt und was ihr beiseite legen könnt. Und heute werde ich ehrlich gesagt nicht mal so viel reden, weil ich teile die Bühne, nenne ich das jetzt mal, mit einem meiner besten Kollegen hier, mit dem ich wirklich auch die Ehre habe, hier dabei zu sein. Deswegen will ich persönlich gar nicht so viel reden und ihm mehr das Spotlight geben. Deswegen werde ich heute zwei Themen ansprechen. Die zwei Themen, die ich heute anspreche, also ich halte die Energie ein bisschen ruhig, ein bisschen informativ. Ich will heute ein bisschen, ja, einfach die Nachricht, die Kernbotschaft wirklich gut mitgeben und jetzt nicht große Energie schieben, sondern mir ist einfach wichtig, dass jeder hier versteht, was ich meine, wovon ich rede und dass jeder mit der Kernbotschaft hier rausgeht. So, ich werde heute über Sessions reden, über Market Sessions, nennen wir es mal Market Sessions. So, Market Sessions und Liquidity Grabs. Ich nenne es mal so. Liquidity kürze ich gut und gerne mal mit Lick ab. Und das ist easy. Wenn ich jetzt mit den Market Sessions anfange, das hier werde ich so kurz und knapp halten, aber es wird immer noch eine sehr, sehr, sehr geile Botschaft werden. Da bin ich mir wirklich sicher. Wenn ich das Maus mal gehen die Indikatoren auch weg, perfekt. Wir unterteilen in drei Sessions. Drei hauptsächliche Sessions, die meisten Leute traden. Wir haben A, Asien oder Tokio, Asia Session. Dann haben wir B, London, Frankfurt, wie auch immer. Und dann haben wir C, New York. Was ist Sinn und Zweck hinter diesen Sessions? Durch Backtesten wird eine Sache klar. Oder generell haben wir immer eine Leitformel. Tokio, sagen wir immer, ist die Consolidation. Ungefähr 30 Pips, keine großen Bewegungen. Wir nennen Tokio immer sogenannte Retail Trader. Dass da einfach nicht viel Liquidität drin ist, dass nicht viel Bewegung im Markt stattfindet und generell hier immer ein bisschen kleinere Bewegungen sind. Wenn wir jetzt mal genauer schauen, ich habe meine London-Session, also ich trade Frankfurt, nicht London, aber für dieses Beispiel Frankfurt und London setzen wir jetzt gleich. Das sollte gar kein Problem sein. So, wir sehen, die hauptsächlichen Bewegungen geschehen in, ich habe meine Session Einstein genannt, nicht, dass euch irritiert, jetzt in der London-Session und in New York. Hier können wir sehen, dass der Markt starke Bewegungen in eine Richtung macht. Nicht seitwärts und nicht diagonal, wie auch immer, sondern starke Bewegung nach oben oder nach unten. Und jetzt möchte ich eine Sache klar mit euch feststellen, die sehr gut ist. Wenn wir schon quasi bemerkt haben oder rausfinden konnten, hey, okay, London und New York pushen in jeweils eine Richtung, nach oben oder nach unten, ist es wichtig zu wissen, okay, wann geschieht was und was ist eher, was sind die Tendenzen? Und hierbei ist eine Sache wirklich festzustellen. New York ist meistens immer der Reversal von London.
warum, quasi auch um London zu mitigaten, aber ich denke mal, ich bin auch Sinn auf die Werbung, aber ich denke mal, auf dieses Thema wird Finn noch näher drauf eingehen, aber ich möchte es euch jetzt einfach mal im Markt zeigen. Ganz easy. Und zwar schauen wir uns diese Bewegung mal an. Wenn ich jetzt diesen Strich nehme, voilà, obwohl ich nehme den nicht, weil sonst sieht man die Zeichnung, sieht jeder meinen Pfeil hier. Okay. Oder warte, ich mache es an und ich mache die Dinger einmal kurz nach oben oder ich gehe auf Euro-USD. So. Passt. Machen wir das weg. So, was sehen wir, wenn ich hier jetzt den Pfeil anklicke? Wir sehen, wir haben unsere Tokyo-Session und hier hat sich in unserer London-Session mal nicht viel getan, aber wir können sehen, New York hat quasi die Session reversed. Während London nach oben gegangen ist, ist die New York-Session reingetreten und hat den Markt in die entgegengesetzte Richtung gepusht. Und wie oft sehen wir dieses Muster jetzt? Schauen wir uns das nochmal an. Wir sehen, Frankfurt oder London pusht nach oben und eventuell kam hier die Spike nach oben. Ich denke, das waren News. Bis New York die ganze Session wieder nach unten gepusht hat. Anderes Beispiel. London pusht nach unten. Was macht New York? Den Push nach unten mitigated sie, indem sie wieder nach oben geht. Ein Reversal. Wir sehen London nach unten, New York wieder nach oben. Und wie oft kommt dieses Muster jetzt vor? Natürlich trifft es nicht immer ein, aber nur um euch zu zeigen, wie oft das der Fall ist und wie ihr das auch wirklich für euch nutzen könnt. So, hier sehen wir es auch schon wieder. Frankfurt, London, pusht nach oben, kommt in der Session wieder runter und genau als die New York Session wieder anfängt, das sehen wir an diesen orange gestrichelten Linien, wird der Markt nach oben gepusht. Quasi, wo London sich selber korrigiert hat, kommt die New York Session und pusht wieder in die entgegengesetzte Richtung. So. Hier auch wieder 1:1 dasselbe. Ein Moment. London, Push nach unten, New York, Reversal. Wie oft haben wir es? London, Push nach unten, New York, Reversal. Und nur einmal, um es wirklich anhand eines schönen Beispiels zu zeigen. So. Hier London, Push nach oben, Ende der London Session, pusht New York das Ganze wieder in die entgegengesetzte Richtung. Heißt, dieses Muster kommt schon mal sehr oft vor. Nur um es noch einmal zu zeigen, letztes Beispiel, London, starker Push nach unten, New York, kurzer Reversal, wieder nach oben. Was bedeutet das für uns? Wir haben also zwei Zeiten, für die ich persönlich herausgefunden habe, die sehr gut funktionieren, bei denen man diese Reversals mitnehmen kann. An allererster Stelle ist es 14 Uhr, wo die New York Session erstmal reintritt, wo die New York Session beginnt. Und einmal mein persönlicher Favorit, 16 Uhr. Hier sind die meisten Reversals, zumindest von dem, was ich gebacktestet habe und war auch immer eine gute Trading-Zeit für mich. Das heißt, die Session können wir so für uns nutzen. New York sehe ich persönlich immer als Reversal für meine Session. New York kann auch eine Continuation sein. Das kann vollkommen vorkommen. Wiederum ist aus meiner Erfahrung so, dass ich es eher mag, dass ich es viel lieber habe, wenn New York der Trade für mich ist, der dann quasi London in die andere Richtung pusht. Meine persönliche Präferenz. Und Tokio können wir auch ganz simpel sehen. Tokio ist immer ein Bereich, bei dem Liquidität genommen wird. So, dass wir uns jetzt mal ein Bild machen können, was Liquidität überhaupt ist, werde ich das Ganze jetzt mal recherchieren. So, lass mich mal ganz kurz meine Tabs schließen. So, und ihr solltet jetzt bei mir Safari sehen können. Stimmt es? So, einen Moment. So, ihr seht meinen Browser. Super. Dann muss ich das Ganze nochmal runterschieben. Hoppala. So. Jetzt googeln wir mal den Begriff Liquidität. So. Was steht hier?
Rein nach Begriff. Hier steht, Liquidität ist in der Wirtschaft die Fähigkeit von Wirtschaftssubjekten, Subjekte ganz normal, wir Menschen, um es wirklich simpel zu halten, jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen aus Schulden uneingeschränkt nachkommen zu können oder die Eigenschaft von Wirtschaftsobjekten, jederzeit liquidierbar zu sein. Wirtschaftsobjekt. Wirtschaftsobjekt ist eine Bank, ein Subjekt oder ein Objekt? Ein Objekt, würde ich jetzt mal stolz von mir behaupten, so wenn meine gymnasiastischen Kenntnisse stimmen. Und jederzeit liquidierbar zu sein. Nach Definition per se könnten wir rein theoretisch dann aus diesem letzten Satz entziffern, ich lese das gerade auch zum ersten Mal, könnten wir also je nach Satz formulieren, dass die Wirtschaft oder dass die Bank, das Wirtschaftsobjekt in diesem Fall, jederzeit liquidierbar ist. Wirtschaftsobjekte können genauso Stop-Losse sein. Positionen, Geld. Geld ist ein Objekt. Ist es ein Wirtschaftsobjekt? Definitiv. Jederzeit liquidierbar. Also ist mein Geld, mein Wirtschaftsobjekt, jederzeit liquidierbar. Nicht um ausgerechnet 5 Uhr morgens, nicht um 17 Uhr abends, wie auch immer, nachmittags, ist auch egal. Ist ganz simpel gehalten. Jederzeit. So, gehen wir mal auf Vorteile, sehen wir hier. Liquidität ist der Motor Ihres Unternehmens. Ausreichende Liquidität sorgt dafür, dass ein Unternehmen fällige Rechnungen in voller Höhe bezahlen kann. Neben Lieferantenrechnungen, bla bla bla. Was brauchen Banken? Brauchen Banken LKWs? Brauchen Banken Lager? Was brauchen sie? Geld. Eine Bank funktioniert rein aus Geld. Liquidität ist also für die Bank, für den Markt, für uns nach Definition Geld. Ein Wirtschaftsobjekt. Das, was jederzeit liquidierbar ist. Heißt, wenn Geld, also ersetzen wir den Begriff Liquidität mal jetzt mit Geld, weil es ist rein offensichtlich, dass Geld unsere Bank, generell unser Wirtschaftssystem, liquide hält. Liquide, jetzt übersetzt hier, sehr schön, seht ihr das? Flüssige Mittel wie Bargeld oder Bankguthaben. Also, wissen wir, Liquidität ist A, Bargeld, Bankguthaben, wie auch immer. Und B, unsere Bank benötigt Liquidität, Bargeld, Bankguthaben, was auch immer, um den Motor von ihnen stabil zu halten. Und was wissen wir? Ausreichende Liquidität, in anderen Worten, umso mehr Geld, umso mehr Liquidität die Bank hat, umso reibungsfreier kann sie funktionieren. Wenn ein Motor ausreichend Öl hat, funktioniert er einwandfrei, würde ich so von mir behaupten. Heißt, die Bank funktioniert nach diesem simplen Prinzip. Sie braucht Geld, um zu existieren. Sie braucht Geld, um den Motor voranzutreiben. Was wissen wir? Wir haben, Wirtschaftsobjekte, die jederzeit liquidierbar sind. Wirtschaftsobjekte, sollen wir mal Wirtschaftsobjekte googeln? Komm, lass mal machen. Wirtschaftsobjekte, können genauso Häuser sein oder wie auch immer. Wirtschaftsobjekte, Geld und Wertpapiere. Wisst ihr, an was mich Wertpapiere erinnern? Früher hat man ja immer mit Wertpapieren oder so gehandelt. Wenn ich mich nicht irre, da hat man ja immer so ein Blatt abgegeben und konnte so traden. Heißt, ein und dasselbe führen immer wieder auf das eine zurück. So, Komplementärgüter. Mein Gott, damit fangen wir jetzt nicht an. Wichtigkeit, steht hier was Wichtiges. Die Liquidität eines Unternehmens ist von großer Bedeutung, das hatten wir schon, ist verständlich. Die Zahlungsfähigkeit, selbstverständlich. Das heißt, die Wichtigkeit besteht einfach darin, dass die Bank sich finanzieren kann. Punkt. Arten.
Gerade ist auch als Barliquidität oder Cash Ratio bezeichnet, ist auch unwichtig. Aber die wichtigsten zwei Sachen haben wir schon mal. A und B. Gehen wir jetzt mal zurück auf den Markt. Ich schließe jetzt mal ganz kurz meinen Bildschirm hinfort mit dir und wir gehen zurück auf TradingView. So, was sehen wir? Was ist unser Wirtschaftsobjekt, was jederzeit liquidierbar ist? Hier auf diesem Graphen, hier auf dieser Zeichnung, bei diesen Kerzen, die hier abgebildet werden. Was ist jederzeit liquidierbar? Geld. Ganz simpel. Unsere Kerzen sind nicht mehr als ein Indikator oder quasi eine Verbildlichung oder eine digitale Widerspiegelung von Geld im Markt. Woran erkennen wir das gut? So, ich gehe mal ganz kurz weg. Einen Moment, ich muss meine Zoom-Sachen mal wieder kurz zur Seite schieben. Woran sehen wir es gut? Ein sehr gutes Beispiel. Bitcoin ist bei 16.000, sorry, falls ich bei dem einen oder anderen gerade Trauma nochmal erwecke, indem ich hier die Bitcoin-Preise wieder anschaue. Aber Liquidität bei Bitcoin ist, oder sei es mal, sind viele Käufer, Verkäufer drin, da ist viel Geld auf dem Markt. Schauen wir uns jetzt wiederum Cardano an, ist dieser nur bei 30 Cent im Vergleich zu Bitcoin, der bei 16.000 ist. Warum? Weil wir viel mehr Interaktion bei dem Bitcoin haben als beim Cardano. Soweit verständlich? Bei Bitcoin mehr Geld, sag ich mal, im Markt. Dementsprechend haben wir hier so größere Summen, größere Teilnehmer etc. pp. Gehen wir jetzt mal zurück. Fun Fact, deswegen wird Euro-USD auch Hauptwährungspaar genannt, weil Euro und US-Dollar so ziemlich am meisten getradet wird, weil das so ziemlich die Favoriten sind unter den Währungspaaren, die in Anführungszeichen stärksten. So, fassen wir es jetzt wirklich nochmal zum letzten Mal auf. Die Bank benötigt Geld, um zu funktionieren. Wie macht die Bank Geld auf dem Markt? Unmoralisch. Ganz einfach. Die Bank macht unmoralisch auf dem Markt im Forex-Bereich ihr Geld, indem sie andere Menschen quasi einmal baden schickt. Einziger Sinn und Zweck von den Banken ist es, dein Geld zu nehmen, wie im echten Leben, dein Geld zu nehmen und daraus mehr Geld zu machen. Klar, jetzt kommt der ein oder andere Verschwörungstheoretiker, sagt, ja, wenn du der Kreissparkasse Geld gibst, die gehen damit im Forex-Markt, ist scheißegal. Sinn und Zweck ist halt einfach, du gibst der Bank Geld, dein Geld ist dort und was am Ende des Tages mit deinem Geld passiert, ist der Bank, der Sparkasse oder wie auch immer überlassen. Aber eine Bank würde nicht funktionieren, wenn ihr einfach nur euer Geld gibt und es dort bleibt. Wie macht die Bank dann ihren Gewinn? Ergibt ja gar keinen Sinn. Also im echten Leben macht die Bank ihr Geld, indem sie mehr Geld macht. Sinnvoll. Das benötigt jedes Unternehmen, um heutzutage zu funktionieren. Dementsprechend schauen wir uns mit demselben Prinzip das Ganze hier im Markt an. Jetzt ist es wichtig aber, wie schon angesprochen, der Markt oder die Bank punktet, indem sie eure Taschen ausraubt. Wie moralisch oder unmoralisch das ist ein Diskussionsthema, das ich gerne euch überlassen möchte. Aber ich kann von mir aus behaupten, dass es immer noch sinnvoll ist, weil die Bank, scheißegal wie sie es machen, immer noch ihr Geld machen. Immer noch die Wirtschaft ankurbeln, am Laufen halten und so weiter und so fort. Und ich würde es gar nicht so unfair nennen, wenn ich mal sage, dass die Unwissenden rausgetrieben werden. Der Schlaumeier würde jetzt sagen Smart Money und Dump Money, wie man auch immer es formulieren möchte. Wir reden jetzt einfach darüber, wie Liquidität, wie Geld aus dem Markt rausgenommen wird und in die Tasche von einem anderen reingesteckt wird. Ich habe einfach jetzt wieder viel erklärt, damit es auch für die Anfänger unter uns ein bisschen verständlich sein kann. So, deswegen sorry erstmal, wenn ich mich öftermals wiederholen sollte. Gesundheit an mich. Liquidität. Liquidität sehe ich sehr schön. Sehe ich an einem so schönen Beispiel, dass ich sogar sehr davon überzeugt bin, dass dieses Beispiel auch euch sehr gut gefallen wird. Ich sehe Liquidität immer als ein Pool. Zeichnen wir uns hier mal. Ein schöner Pool. So.
Machen wir den mal blau. Das können wir ja eh wieder rückgängig machen. So, Farbe blau. Außenrand blau. So, schöner Pool. Was ist hier? Hier in diesem Pool ist Geld. Setzen wir mal ein paar Euros, ein paar Pfund. Was haben wir noch? Yen, wo ist Yen? Hier ist der Yen. Euro, Pfund, Yen, da liegt Geld drin. Wir haben einen Pool an Geld. Wir haben eine Masse an Geld. Und die Bank macht jetzt genau eine Sache. Sie sieht diesen Pool und sie greift jetzt nicht nur auf die Oberfläche. Die Banken denken sich nur, okay, wir wollen das Geld nicht nur berühren. Was die Bank sich jetzt denkt, ist ganz simpel. Sie berührt nicht nur das Geld, sie geht durch das Geld. Sie greift in den Pool rein, nimmt sich was raus und verabschiedet sich dann wieder. Wie, wenn ich jetzt hier witzigerweise meine Spardose habe, ich habe hier Geld drin. Und wenn das hier die Oberfläche ist und ich hier einfach so mache, kommt kein Geld raus. Was muss ich machen? Ich muss hier reingreifen und ich schnappe mir hier das Geld, was da drin ist, raus. Was macht meine Hand? Nachdem sie reingegangen ist, kommt sie wieder raus. So simpel. Also ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, aber sollte hoffentlich verständlich sein. Hier auf dem Markt zurückgeführt, wir sehen diese Bewegung. Wir haben einen Pool voller Geld, die Bank greift rein, nimmt sich das Geld raus, zack, zack, zack und tschüss. Deswegen sehen wir öftermals diese Bewegung, die auch als irreguläre Korrektur bezeichnet wird, dass der Markt nicht an der sogenannten Support reagiert, sondern nicht den hier macht, sondern einmal den da macht, schwupps, Support komplett auseinandergenommen, randaliert und dann erst in die entgegengesetzte Richtung geht. Und schauen wir uns das jetzt mal auf dem Markt an. Im Markt. Mein Fehler. So. Da-da-da. Liquidität. Woran erkenne ich Liquidität? Ich sehe gerade etwas, was der eine oder andere höchstwahrscheinlich nicht sieht. Und es ist gerade das perfekte Beispiel dafür. Wortwörtlich perfekt. Es ist diese Zone wichtig. Ich gehe komplett unvorbereitet rein. Wer mich kennt, der weiß, das letzte Mal habe ich mich bei meinem Halbwegs-Call vorbereitet. Schaut euch diese Zone mal an. Was sehen wir hier? Wir sehen eine Berührung, zwei Berührungen, dritte Berührung. Was würden wir es nennen? Support, Resistance. Hier nochmal. Was denkt sich die Bank? Geld. Warum? Jetzt wird es anhand von Stop-Loss und Take-Profits erklärt. Wo habe ich meine Eurozeichen? Hier. Der Euro ist eher am Abschmieren. Also, folgendes. Ein Trade, der nach Resistance mitgenommen wird, sieht so aus. Ich habe meine Resistance. Da ist mein Entry, ist mein Stop-Loss. Überhalb von der Resistance. Take Profit, von mir aus, wer Price Trap tradet, kein Kommentar. So, hier 30 Pip Take Profit. Sorry. 30 Pip Take Profit. Was passiert? Oh nein, Markt läuft gegen mich und dann ist mein Take Profit. Warum? Weil dein Einstieg, der bei der Resistance ist, komplett demoliert. Warum? Weil überhalb von deinem Entry Stop-Losse liegen. Weil die Menschen genau in diesem Bereich nicht nur kaufen, jetzt denken wir weiter, nicht nur kaufen, sondern auch Stop-Losse setzen. Außer ihr seid verrückt und setzt kein Stop-Loss. Naja, wie auch immer. Aber, seid's mal, in der Regel setzen wir ein Stop-Loss. Und wie macht die Bank Geld, indem genau dieser Stop-Loss getriggert wird? Und was bedeutet das? Wenn ihr Geld verliert, muss auf der Gegenseite irgendjemand Geld machen. Ganz simpel. So verläuft es in der Wirtschaft und generell auch in dem Markt. Wenn es einen Verlierer gibt, gibt es immer einen Gewinner. Wenn ich auf Amazon etwas bestelle und mein Geld rausgeht, verliere ich Geld. Wiederum kommt mein Geld irgendwo anders an.
Es ist einfach ein Austausch. Und hierbei, mein Stop-Loss wird gehittet, ich verliere Geld. Warum aber? Ich verliere bewusst Geld, weil die Bank sich denkt, okay, schau mal, was für eine schöne Resistance, Zeit Geld zu machen. Zeit mal ganz kurz einzutüten und dann wieder unseren Weg zu gehen. Bei einer Statistik, für mich persönlich die krasseste Statistik bis heute, besagt, dass die Bank eine Trefferquote von 98% hat. Und der höchste Verlust, den die gemacht haben, war bei knapp über 30 Millionen. Und es war vielleicht ein paar Trades. Und der höchste Gewinn, den die gemacht haben, war bei über 100. Und die haben mehrmals über 100 Millionen gemacht. Heißt, die Typen haben nicht nur ein geisteskrankes CRV, CRV von der Bank, hört sich behindert an. Die Typen haben nicht nur eine geisteskranke Trefferquote, sondern wissen ganz genau, wo gehe ich raus, wann kassiere ich meine Verluste ein, aber wo genau nehme ich das Geld jetzt verdammt nochmal raus. Weil die Bank kann sich es leisten, im Minus zu sein, um sich dann selber wieder ins Plus zu schießen. Aber du nicht. Das Konto ist irgendwann gesprengt. Wir haben nicht die Kapazitäten, die einer Bank zur Verfügung stehen. Deswegen sind es ja auch Big Player. Simple as that. Und deswegen sind die professionellsten Broker, die krassesten Broker, nur für Leute, die mit Millionensummen handeln. Es gibt exklusive Broker für Menschen mit exklusiven Funktionen, die zum Beispiel ab 7-stellig oder ab 8-stellig oder wann auch immer verifiziert werden. Das alles hat einen Grund. So. Mit Heatmaps etc. Schauen wir uns das jetzt mal an. Die Bank nimmt sich die Liquidität, Geld eingetütet, bam, bam, weg damit. Weiteres Beispiel. Weiteres schöneres Beispiel. Diesen Trade habe ich mitgenommen. Das waren News, nehmen wir das mal nicht. Oder, ja, lass mal in Euro-USD gehen. Und wir scrollen jetzt mal zurück zu 1997. So. Irgendwie mag ich das nicht. Der Chart ist mir ein bisschen zu voll gekritzelt. Nehmen wir GBP-USD, noch besser. So. So, finden wir jetzt mal ein verständliches, gutes Beispiel. Dann können wir ja voranmachen. Dieser Trade ist fast gekommen. Dieser Trade ist... okay, das reicht. So. Nehmen wir mal das als Beispiel. Nur damit wir mal den Dreh rausbekommen. Hier. Das da. So. Hier hat sich eine Resistance gebildet. Rein nach Definition, rein nach dem, wie es üblicherweise vom Retail-Trader gehandelt wird. Hier ist die Zone. Und was sage ich als Resistance, Support und Resistance-Trader? Aha, hier hat der Markt reagiert. Also so, setze ich mein Ding erstmal hier hin. Für diejenigen, die immer noch Private traden, man setzt den Stop-Loss über die Resistance. Was passiert? Für diejenigen, die meinen halt, es gibt genügend Menschen. Leute, vertraut mir, wenn ich das sage. Es gibt genügend Menschen, die CRV über sonst irgendwas stellen und sagen, alles klar, ich habe meine Resistance, ich setze meinen Stop-Loss so kurz wie möglich, dass ich halt mein CRV hochpushe. Heißt, die haben ihre Resistance, setzen Stop-Loss minimal. Was macht der Markt? Geht nur ganz kurz über diese Zone. Es reicht schon, um Geld einzutüten. Es reicht schon. Es reicht der Bank, auch wenn sie mit einem Trade mal nur 10 Millionen macht. Es reicht. Geld ist Geld. Trefferquote 98% ist immer noch gleich. Es ist irgendwo immer noch ein Zinseszins. Ist so. Heißt, diese kleine, süße Bewegung reicht und zack, zack, raus. Geld gemacht. So. Finden wir noch ein schönes Beispiel. So, hier. Das finde ich jetzt sehr schön. Diese Resistance. Das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. So, wir haben Bewegung, Support. Aha, hoppla, dippt mit einer Kerze, warum auch immer, mit einer Kerze, YOLO, zack, zack, geht hoch.
und tschüss. Was macht die Bank? Wow. Geht raus, sammelt Cash. Und das war jetzt ein Bereich für größere Stop-Losse. Schaut euch das mal an. Der hat 100 Pips tief gegriffen. 100 Pips. Zack, zack, werde ich ausgestoppt. Bank macht Cash, geht in die entgegengesetzte Richtung. Und für diejenigen, die schon in Smart Money drin sind, die haben schon gesehen, die sehen, aha, die haben ihr eigenes Minus nochmal kurz gemitigated und sind dann in die entgegengesetzte Richtung geflogen. Das war es auch schon. Also, dementsprechend war das jetzt wirklich sehr grob formuliert. Aber wie es jetzt wirklich, wirklich, wirklich komplett krass in die Materie reingeht, das wird der Finn erzählen und nach wie vor. Finn ist wirklich eine Person für mich. Sie redet nicht viel, aber ist ja wirklich immer das schönste Beispiel dafür, oder für mich einfach ein gesundes Beispiel dafür, für Menschen einfach, die machen. Ja, weil viel zu viele labern halt, wollen irgendwelche Charts reinschicken, aber ich weiß ja ganz genau, was dahinter steckt. Und persönlich auch nach wie vor einer meiner engsten Kollegen, was das angeht. Ich glaube, was Trading persönlich bei mir betrifft, weiß er ungelogen am meisten von mir und es hat auch seinen Grund. Und dementsprechend schätze ich auch diesen Kontakt so sehr, aber ich denke, er weiß es selber nicht mal, wie sehr ich das schätze, aber nach wie vor dieser Junge weiß halt bewusst am meisten von mir, weil ich auch genau weiß, was dahinter steckt. Dementsprechend, ich habe jetzt eine halbe Stunde gelabert, den Rest möchte ich wirklich diesem Jungen übergeben, um nur ganz kurz zusammenzufassen. So, was haben wir gelernt? Liquidität ist der Motor für unser Unternehmen. Die Banken benötigen Geld, um zu funktionieren. Die Banken schnappen sich Geld, Finn, reißt das Ding ab, erzählt den Leuten, wie sie ihr Geld verdienen. War mir eine Ehre. Wild, dass du uns einfach das Edifying wegnimmst. Vielen, vielen Dank. Nein. Crazy Part. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Bro. Appreciation dafür. Was soll man zu dieser Improvisation in manchen Dingen noch sagen? Nein, richtig, richtig krass. Du siehst den Chat explodieren. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier dabei warst. Auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass du deine Augenbrauen auch weiß machen solltest. Das würde lustig aussehen. Schreibt mal eine einzelne Chat, wenn ihr der Meinung wärt, Finn, sag ich schon, Ensa soll seine Augenbrauen weiß machen. Bro, du siehst, guck dir den Chat an, du siehst, was die davon halten. Gesammelt, Friseurtermin steht nächste Woche. Sehr gut. So, nein, dann machen wir den lieben Ensa mal weg und pinnen unseren nächsten Speaker. So, lieber Daniel Korber, Sie dürfen... So, ich hoffe, jeder konnte gerade sehr viel von Ensa mitnehmen. Er ist sehr tief in die Materie gegangen. Und jetzt haut Finn noch einen oben drauf. Ja, Finn ist eine Persönlichkeit, der hat mir von Anfang an, auch dem Yannick, so viel Wissen mitgegeben. Er hat jede Frage beantwortet, wenn es um Smart Money ging. Er hat privat sofort geantwortet. Er hat uns Videos, Go-Lives geschickt, hat uns irgendwelche Erklärtexte geschickt, alles Mögliche, um uns weiterzuhelfen. Und wenn es ums Thema Smart Money geht, dann ist Finn ungeschlagen. Und ich hoffe, jeder hat noch Kapazität im Gehirn, denn das, was jetzt kommt, wird brutalst wichtig und das wird jedem brutalst weiterhelfen. Und ich würde sagen, Finn, reiß das Ding ab. Bro, ich danke dir, Bro. Freunde, lasst mal bitte ganz kurz eine dicke, dicke Welle machen für Danny und Yannick, dass sie diese Woche auf die Beine gestellt haben, nur für uns, okay? Freunde, es ist nicht selbstverständlich, es ist absolut nicht selbstverständlich. Was sage ich zu Ensa? Ensa, du bist, Bruder, ich sage echt, du bist der Beste, Bro. Wieder ein sehr, sehr starker Call. Ich habe mich, glaube ich, am meisten auf deinen Call gefreut. Improvisation vom Feinsten kann man das nennen. Genau, Freunde. Ich will ganz kurz, bevor wir starten, weil ich weiß, es wird 100% wieder vergessen werden, weil ich habe es auch schon die letzten ein, zwei Calls habe ich vergessen zu sagen, Freunde. Für die Leute, die sich nach dieser Woche ein bisschen in die Smart Money Tiefe begeben wollen, will ich euch ganz kurz drei Educator nennen, okay? Drei Educator einfach, damit ihr ein bisschen Go Live schauen könnt, weil die meisten unterschätzen es, glaube ich. Go Live ist mit einer der stärksten Sachen, die wir haben von IM, so ist es klar so. Deswegen als allererstes, Freunde, ich schreibe es sogar selber in Chat, schreibt es euch auf jeden Fall auf euren Zettel. Als erstes haben wir Rock Humor.
Rock Humor, eins mit der stärksten Educator, meiner Meinung nach, war auch im Barca am Start. Ups, perfekt, ich habe dir eine Direktnachricht geschrieben. Korrekt. Ich schreibe es nochmal. Rock Humor, genau. Okay, du kennst sogar Rock, sehr, sehr krass. Sehr, sehr krasser Typ, Rock. Zweiter, mein absoluter Favorit. Favorit ist John Fibonacci. Macht mal kurz eine 111, wer John Fibonacci kennt. Ich küsse eure Herzen. Ja, Mann, John Fibonacci, 100% Nummer 1. Vor allem, was Indices angeht, worüber wir gleich sprechen werden. Aber lass mich noch kurz den allerwichtigsten Educator nennen für den Anfang von Smart Money, und zwar ist es John Dollery. Schreibt ihn euch auf jeden Fall auf, John Dollery. Ich habe es auch zu Danny und so, ich sage es eigentlich zu jedem, der anfängt mit Smart Money. Schaut euch von John Dollery das Bootcamp an. Okay, das hat, glaube ich, so 15 Folgen oder so. Schaut es euch an, und wenn ihr das alles durchgeschaut habt, dann seid ihr so in den Basics drin. Okay, dann habt ihr alles mal gehört, alles mal euch angeschaut und wisst ungefähr grob Bescheid so. Und da hört ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Dinge, die wir heute gehört haben, genau. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr lange rum. Lasst mich ganz kurz TradingView öffnen. Genau. Wo mache ich meine Live-Übertragung? Ein Moment. Live-Übertragung. Ah, genau. Okay, Live-Übertragung freigeben. Jetzt sollten eigentlich alle mein Bildschirm sehen, oder? Macht mal kurz Daumen hoch oder so. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, alles klar. Also, Freunde, mit was fangen wir heute an? Wir fangen heute an mit Indices, okay? Der Hauptfaktor liegt auf S&P 500. Was ist der S&P 500? Oder auch US 500 genannt? Es sind einfach die 500 stärksten Aktien im amerikanischen Bereich, okay? Ganz easy. Und was ist jetzt das Coole daran? Wir können es einfach genauso traden wie Forex-Paare, also MetaTrader eingeben, Lot Size und alles ausrechnen und let's go, okay? Und Freunde, ich sage euch ehrlich, ich muss meinen Chat nochmal öffnen, macht mal kurz eine 7 im Chat für alle Leute, die gerade noch arbeiten, die noch im 9-to-5 sind oder in der Schule oder sonst was. Perfekt, mein Monitor. Okay, ich sehe auf jeden Fall einige 7, okay. Freunde, ihr könnt euch bei mir später bedanken. Klar, auch alle, die nicht mehr 9-to-5 arbeiten. Janik, okay. Für alle, die auch nicht mehr da sind, ihr wisst Bescheid, Freunde. Ich sage euch heute eine verrückte Strategie, okay? Eine verrückte Strategie von John Fibonacci, okay? Das traden sehr viele Smart Money Trader. Ich sage euch auch, warum. Einfach aus dem Grund, weil wir haben eine perfekte Uhrzeit, okay? Was sind so diese Punkte, was wir für S&P 500 haben? Als allererstes haben wir eine sehr volatile Price Action. Was bedeutet volatile Price Action? Bedeutet ganz einfach, wir haben sehr, sehr viel Volumen, okay? Sehr, sehr viel Handelsvolumen. Das heißt, wir haben starke Bewegungen nach oben, wir haben starke Bewegungen nach unten und so weiter, okay? Dann, was ich gerade schon meinte, wir haben clean Entry-Möglichkeiten zu exakt bestimmbaren Zeitpunkten, okay? Und das ist sehr verrückt. Ich zeige euch später ein Beispiel. Sehr verrückt, Freunde, okay? Das heißt, wir haben immer die gleiche Uhrzeit, okay? Immer die gleiche Uhrzeit. Genau. Das heißt, ihr müsst nicht den ganzen Tag jede 2 Minuten so vor eurem Handy chillen. Ihr kennt das safe so, ihr schaut den Chart, boah, hat sich irgendwas geändert, hat sich nichts geändert, dann nach 5 Minuten wieder und so. Das macht keinen Sinn, Freunde. Deswegen will ich euch heute ein bisschen was von Time and Price erzählen, okay? Was hat der Preis von dem aktuellen Markt? Also was ist dieser Zusammenhang zwischen dem Preis und der Zeit, okay? Und genau darüber will ich euch heute eine kleine Entry-Strategie zeigen, okay? Und zwar als allererster Step haben wir unsere 18 bis 20 Uhr. Genau, also schreibt es euch auf jeden Fall mit, dann könnt ihr euch das mal ein bisschen backtesten. Sehr, sehr wichtig. Ups. Genau. Als zweiten Step haben wir 15.30 Uhr Opening Prices Markt, okay? Über dem Open verkaufen und unter dem Open kaufen. Erkläre ich euch gleich noch, warum. Wir gehen gleich noch auf ein Chart-Setup ein, genau. Dann haben wir, was beinhalten unsere Setups? Ich glaube, Yannick hat es gestern schon gesagt. Natürlich, der Trend ist das Allerwichtigste, die Nummer 1. Trend, Breakout Structure, Market Structure ist Nummer 1, Top Nummer 1, so in jeder Strategie eigentlich. Also Trend ist das Allerwichtigste, muss ich, glaube ich, niemand mehr erzählen, so außer du bist vor 5 Minuten gestartet, dann habe ich es dir jetzt gesagt, genau. Nummer 2 ist, was haben wir für Zonen, okay? Für Zonen sind sehr, sehr wichtig,
Imbalance, Mitigation und Gaps, okay? Für Leute, die jetzt wissen, die jetzt gar keinen Plan haben, was alles von den drei bedeutet, macht euch keine Sorgen, ich erkläre es euch gleich. Mitigation gehen wir später noch genauer ein, okay? Imbalance und Gap, denke ich, muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Ich erkläre es euch ganz kurz für Leute, die noch gar keinen Plan haben davon. Was ist eine Imbalance? Imbalance ist ganz einfach, wir haben drei Candles und in der Mitte haben wir eine größere Candle, ist scheißegal, wie groß die ist. Hauptsache, eine starke Bewegung nach unten oder nach oben, okay? Und diese Imbalance, der Bereich von der Imbalance ist jetzt einfach der letzte Docht bis zum nachfolgenden Docht, okay? Und dort entsteht sehr oft sozusagen ein Loch im Markt, sagt man, okay? Und dieses Loch im Markt gefällt dem Preisalgorithmus von Forex-Märkten oder generell von den Märkten, die wir traden können, gar nicht. Das heißt, dieser Markt muss irgendwann sozusagen, ich zeichne es kurz rein, wieder hochkommen und diesen Bereich hier füllen, weil der Markt sozusagen unausgebalanced ist, okay? Imbalance. Ist schon im Wort mäßig, okay? Genau. Ich zeige es euch ganz kurz, habe ich es irgendwo hier unten. Ja, genau. Ich kann es euch hier einzeichnen. Hier haben wir zum Beispiel einen Imbalance, okay? Also vom letzten Docht, ihr könnt auch von mir aus den hier nehmen, haben wir einfach hier dieses Loch im Markt, okay? Und was passiert? Wir laufen einfach irgendwann eine Zeit später wieder dieses Loch sozusagen an, okay? Man merkt euch das auf jeden Fall. Sehr interessantes Ding. Ups. Ich gehe wieder zurück zu unserem Aufschrieb. Einen Moment. Genau. Okay, Freunde. Jetzt zweite Thema. Mitigation, gehen wir später darauf ein, habe ich gerade gesagt. Und Gaps. Gaps ist einfach genauso wie Imbalance, kann man sagen. Ganz easy, muss man sich gar keinen Stress geben. Gaps ist einfach eine Lücke zwischen zwei Candles, okay? So trocken, wie es sich anhört. Das heißt, wir haben einfach eine Candle, die geschlossen hat und der Opening Price ist sozusagen einfach ein Stückchen tiefer als normalerweise. Normal schließt er die Candle und die nächste öffnet genau auf dem Preislevel. Und hier haben wir halt einfach den öffnenden Preis, Opening Price, die ganze Zeit Englisch-Deutsch, Opening Price, einfach ein bisschen tiefer. Das haben wir zum Beispiel sehr, sehr oft gerade momentan, einfach nach dem Wochenende. Genau. Yes, das wäre es eigentlich schon. Also diese zwei Punkte sind sehr, sehr wichtig für die folgenden Dinge, was wir jetzt besprechen werden, okay? Wie gesagt, Mitigation machen wir später, erkläre ich euch genau. Aber Gaps und Imbalance sollte einigermaßen drin sein. Habt ihr es alle gecheckt? Mach mal kurz eine 1. 1, 1, 1, 1. Okay. Ich habe es gemerkt. Okay, Freunde, ganz kurz. Wir gehen jetzt in ein kleines Setup, okay? Weil ich will nicht die ganze Zeit nur in der Theorie bleiben, so, weil das hat mich selber irgendwie gestört. Bei den ganzen Bootcamps, die ich angeschaut habe, waren die ganze Zeit in der Theorie und ich dachte mir so, hä, wie sieht es am Chart aus? Zeig doch mal einen Chart, okay? Deswegen, ich will es jetzt einfach so zeigen, weil ich habe mich selber drüber aufgeregt. Jetzt darf ich es nicht genauso machen. Genau. Freunde, also allererster Step, wir gehen nochmal kurz zurück. Allererster Step, 18 bis 20 Uhr, okay? Das Wichtige ist, ihr seid S&P 500, okay? S&P 500, das gilt. Die Preise gelten nicht für Forex, okay? S&P 500. Wie kommt ihr auf S&P 500? Ganz einfach. Für die nicht so hellen Menschen hier im Raum. S&P 500 gebt ihr ein. Und dann sehr, sehr wichtig, Freunde, ihr seht hier 1 Million Anbieter. Ihr nehmt den Vantage-Anbieter, okay? Vantage FX. S&P 500 vom Vantage FX. Ich habe verschiedene gebacktestet. Warum Vantage? Einfach, weil Vantage genau gleich mit dem MetaTrader-Chart ist, okay? Also da habt ihr dann keine Schwankungen, werdet nicht abgeholt auf TradingView und auf MetaTrader nicht. Genau. Also Vantage FX für TradingView. Genau. Dann gehen wir einfach hierher, gehen in den Chart, zeichnen uns 18 bis 20 Uhr ein. Dieser Zeitraum, okay? 18 bis 20 Uhr. Zweiter Step. 15:30 Uhr Opening Price des Markets. Gehen wir hin, zeichnen uns ein. 15:30 Uhr ist diese Candle hier. Genau. Ja, genau. Ich habe sogar falsch gezeichnet. Hier diese Candle ist der Opening Price. Okay, und was wollen wir jetzt machen mit dem Opening Price? Wir wollen über dem Open verkaufen und unter der Linie wollen wir kaufen. Okay, dann schauen wir hier. Alles klar, unter dem Preis wollen wir kaufen. Hier sehen wir jetzt ganz clean. Warte, ich gehe ein Step weiter noch kurz. Den Trend machen wir noch ganz schnell durch. Wir sehen hier klare Auftrend, klare Abtrend. So wie Danny gestern gesagt hat, wir haben eine schöne Trendlinie. Was passiert? Smart Money, klack, gespiked. Alle Leute, die hier eine Order hatten, hier, hier oder hier, wurden rausgespiked. Das heißt, wir hatten hier
ein sogenanntes Protected Low. Was bedeutet ein Protected Low? Die Banken haben hier ihre Position gesetzt, um die ganzen Leute bis hierher auszustoppen, was Ensa gerade gemeint hat, okay? Und das Krasse ist jetzt, dieses Low sollte jetzt nicht gebrochen werden. Warum? Weil die Banken hier selber sozusagen ihre Position, ihren Stop-Loss gesetzt haben, okay? Und es macht ja keinen Sinn, wenn du deinen eigenen Stop-Loss in den Markt drückst, so. Weil die Banken können ja den Markt steuern, so, ihr wisst. Genau, haben wir Trend, wir haben Uptrend, passt. Und jetzt kommt das Wichtige, okay? Was haben wir für Zonen? Wir gehen hierher und wir schauen, was haben wir für Zonen? Wir schauen in diese, ganz kurz in diese Area, okay? Wir haben hier ein High und ihr seht, wir haben das mit einem sehr starken Move nach oben gebrochen, okay? Das heißt, wir haben hier ein Breakout Structure und sind sozusagen in einem Uptrend. Genau. Was haben wir dann in dieser Abbewegung? Ganz einfach, so ihr wisst Bescheid, die Leute, die Trading schon ein bisschen angeschaut haben, der Markt verläuft immer so. Das heißt, wir haben eine Abbewegung, eine Korrektur, okay? Ganz easy, ist nichts Schweres. Dann schauen wir jetzt einfach, wo könnte der Markt jetzt, um den Trend weiter nach oben fortzuführen, wo könnte der Markt reagieren? Was haben wir hier für eine Zone? Eine Imbalance. Ich habe es hier schon reingezeichnet, okay? Was ist eine Imbalance? Einfach dieses Loch zwischen der letzten und der nächsten Candle, okay? Denke ich, sieht jeder, oder? Yes, okay. Dann, Freunde, jetzt aber wichtig. Ihr hättet jetzt theoretisch schon in diesen Trade reingehen können. Was aber, ich sage aber, geht nicht rein, weil wir haben gesagt, wir gehen von 18 bis 20 Uhr in unsere Trades, okay? Wir haben hier eine Position, wo man theoretisch einsteigen könnte. Das Ding ist es aber, sehr, sehr wichtig, nur weil eine Imbalance da ist, nur weil ein Orderblock da ist, eine Mitigation, ein Gap oder was Danny gesagt hat, eine IC-Candle, heißt es nicht, dass wir einfach random oder eine Demand, Supply-Demand, hat auch gerade jemand geschrieben, heißt nicht, dass wir einfach in die Zone reingehen sollen und je nach Trend halt für ein Buy oder Sell so. Weil niemand sagt uns, wird diese Zone halten oder nicht. So, das sagt uns keiner. Wenn du einfach auf trocken eine Position setzt, kann es sein, der Markt geht durch deine Zone einfach ganz entspannt durch, ne? Genau, deswegen warten wir einfach auf eine Confirmation, okay? Was haben wir für eine Confirmation? Wir haben unsere Imbalance gehabt und wir sehen, wir haben eine klare Reaktion aus dieser Imbalance, okay? Was passiert dann? Wir sind mit einem sehr starken Move, lass mich kurz einzeichnen, wir sind mit einem sehr starken Move nach oben gegangen, okay? Wir haben die Struktur gebrochen, heißt wieder eine Bestätigung für einen Uptrend, dass der Uptrend weiter fortgeführt wird. Und was haben wir jetzt hier nach dieser Respektion, sag mal so, Respektion der Zone? Was haben wir danach? Wir haben ein Gap, okay? Wir haben ein Gap. Und was ist in diesem Gap passiert? Wir haben nochmal Liquidität davor gebildet, man nennt es Inducement. Die Leute gehen hier zu früh für ein Buy, okay? Die haben sozusagen ihren Stop-Loss hier an dieser Zone, ungefähr hier, hier ein Entry. Werden nochmal hier im letzten Moment ausgestoppt. Warum? Weil sie sagen, okay, der Markt kommt hier in diese Zone. Ihr seht, diese Candle hat hier an der Zone sozusagen reagiert, an der Support-and-Resistance-Zone hat da reagiert. Und die ganzen Leute, oh geil, Support-and-Resistance, ich gehe jetzt für ein Buy. Okay, was passiert? Kurz ausgespiked, wie Ensa gerade erklärt hat. Und von dort aus dann weg. Heißt, wir sind hier schön in unseren Gap reingespiked und von dort aus dann schön nach oben. Was war das für eine Uhrzeit? 18 bis 20 Uhr. Perfekt, es war 18.21 Uhr. Perfekte Entry sozusagen. Das heißt, wir können nochmal ganz kurz durchgehen. Wir hatten 18 bis 20 Uhr, passt. Wir hatten 15.30 Opening Price des Marktes. Unter der Zone wollen wir kaufen. Das heißt, wir hatten hier unter der Zone gekauft. Das ist unsere erste Bestätigung und das passt dann. Das heißt, wenn wir hier drunter gekauft haben, können wir hier auch drüber kaufen sozusagen. Weil wir haben hier schon einmal, sind wir drunter gekommen, um zu kaufen. Das heißt, dieser Punkt war nicht 100% clean, aber war valide. Okay? Dann Breakout Structure haben wir auch gesagt, check. Was haben wir für Zonen? Wir hatten eine Imbalance und direkt darauf im folgenden Gap, okay? Und Freunde, jetzt kommt was sehr, sehr Verrücktes, was ich in den letzten Wochen gebacktest habe, okay? Dieses 18 bis 20 Uhr. Ich sage euch ehrlich, ihr könnt dort jede Woche mindestens 2 bis 3 Setups finden, okay? Jede Woche, 18 bis 20 Uhr. S&P 500, okay? Mit Smart Money. Diesem Smart Money wissen, was ihr diese Woche gelernt habt, okay? Was haben wir gelernt? Imbalance, Liquidität, Liquidität Grab, Sessions und vor allem Sessions war jetzt im Forex-Bereich, was Ensa gerade erklärt hat. Hier haben wir sozusagen unsere Late Night New York Session ist von 18 bis 20 Uhr, okay? Genau. Und jetzt, Freunde, kommt was sehr, sehr Verrücktes, okay? Merkt euch hier diese Zeit, okay? 18.21 Uhr an einem Montag, okay? Das war letzte Woche Montag.
Der 14., okay? 18.21 Uhr. Freunde, ich gehe jetzt ganz kurz an den aktuellen Punkt. Einen Moment, lass mich ganz kurz davor switchen. Das habe ich von David gelernt, dass man hier so nach rechts swipen kann. Genau, Freunde. Was hatten wir hier? Okay? Ach du Scheiße. Okay? Freunde, jetzt macht euch ready, okay? Ganz, ganz kurz. 18 bis 19 Uhr habe ich hingeschrieben. Normal machen wir das bis 20 Uhr. Ah, genau, hier ist die 20 Uhr Candle. Okay, was haben wir hier jetzt? Wir haben wieder genau das, was Enza gerade meinte. Wir haben Lows gehabt, Liquidität. Wir haben die Liquidität stark gespiked, okay? Und jetzt, Freunde, was ein Wunder, okay? Also ich sage euch ehrlich, es ist also für mich ist es ein Wunder. Wir haben hier oben, haben wir noch ein Double Top, ein Target, was Danny gestern erklärt hat. Double Top heißt, es ist ein schönes Target für uns Smart Money Trader, okay? Und was ist jetzt passiert, Freunde? Ganz kurz zur Erklärung. Dieses Gap hier, wenn das Gap zuvor war und wieder durchgegangen ist, ist dieses Gap trotzdem noch valide. Das heißt, diese Zone könnte man jetzt noch sozusagen weiter durchziehen, wenn die nicht direkt getestet wurde, so wie hier. Da ist ja der Markt einfach durchgebuttert hat, okay? Das heißt, diese Zone ist noch komplett valide, auch wenn der Markt wieder sozusagen drüber gekommen ist, okay? Und Freunde, guckt jetzt ganz kurz. Ich will jetzt, dass ihr die Uhrzeit reinschreibt von dieser Candle hier, okay? Warte, kann man es lesen überhaupt? Schreibt mal die Uhrzeit rein, wann dieser Trade aktiviert worden ist. Freunde, ist es verrückt oder ist es verrückt? Eine Woche später, Montag, 14., Montag, 21., genau gleiche Uhrzeit, genau gleiches Setup, genau gleicher Trade. Okay, Freunde, Time and Price, ich sage euch ehrlich, wo ich das gesehen habe, Freunde, also ich sage, mich hat es vom Hocker gehauen, ich sage euch, wie es ist so. Gleiche Tag, gleiche Uhrzeit, eine Woche später. Okay? Emmy, das ist nicht immer so. Es war, also ich sage dir ehrlich, ich habe das gebacktestet, ich habe den Trade gesehen. Als ich gesehen habe, 18.21 Uhr, so warte mal, das sieht doch aus wie letzte Woche. Hab geschaut, 18.21 Uhr, gehe wieder auf gestern war Montag, ja. Gehe wieder auf gestern, aktuell. 18.21 Uhr, so what the fuck. Es war, ich sag dir ehrlich, es war mehr oder weniger Glück, aber es ist einfach diese Time and Price Key, okay? 18 bis 20 Uhr findet ihr immer solche Entries. Entweder mit Gaps, im Balancen. Zum Beispiel hier haben wir nochmal genau das Gleiche, okay? Das war auch am Montag sogar. Also wir sind eigentlich in einem Zeitraum, wo wir eher bearish gegangen sind, okay? Also im kleinen Minuten, im 1-Minuten-Timeframe, okay? Eher bearish. Das heißt, dieser Uptrade, was von mir, war relativ risky. Aber ich wusste genau, ich hatte ein sehr cleanes Setup. Wir hatten einen Liquiditätsspike, ein Protected Low. Heißt, wir werden erstmal nicht hier runterkommen. Und der Markt ist dann hier clean aufgegangen, okay? Aber was habe ich zuvor gesehen, bevor ich dieses kleine Setup gesehen habe, okay? Weil ich wollte ja für ein Sell gehen, wir sind bearish, okay? Wir haben hier ein Breakout Structure nach unten. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier eine schöne Imbalance. Wir haben unseren Opening Price, heißt, wir wollen drüber verkaufen und drunter kaufen, okay? Ich mache kurz hier den 20 Uhr Sticker. Einen Moment. 20 Uhr. So, jetzt ist das Ding im Weg, perfekt. So, 20 Uhr. Die Linie können wir kurz rauslöschen. Ganz kurz, also ihr hättet dieses Setup gar nicht sehen müssen. Das war am gleichen Abend, wie gesagt, in der gleichen Uhrzeit, die wir sehen wollen. Wir sind ganz entspannt und gemütlich. Wo ist das Viereck hier? Ich zeichne die Imbalance ganz kurz ein. Wir sind ganz entspannt und gemütlich in die Saison gekommen. Sind sogar noch höher gekommen, wieder tiefer. Alles gut, sehr valides Setup. Wir sind dann hier ein bisschen rumgeschimmelt. Wo mache ich jetzt meinen Stop-Loss in diesem Fall? Ihr seht hier wieder genau das, was Danny gestern gesagt hat und was Enza heute gesagt hat. Hier, heiß gehabt, heiß gespiked, protected low, bedeutet, wir werden erstmal nicht hier rüberkommen, protected low, sehr, sehr wichtig, protected low ist immer dieses High oder Low, nachdem wir ein letztes High oder Low, also wir haben in dem Fall ein High gespiked und von dort aus dann die Struktur gebrochen in die andere Richtung, okay, dann haben wir hier ein protected High. Meine grüne Markierung. Genau, und für die Füchse, die jetzt aufgepasst haben bei Danny gestern, sehen wir, dass wir hier sogar eine IC-Candle hatten, okay? Was ist nochmal eine IC-Candle für alle, die gestern nicht da waren? Wir haben hier eine kleine Liquiditätszone. Ich kann leider nicht runter wie ein Minuten-Chart. Im, keine Ahnung, 10-Sekunden-Timeframe werden hier ein paar Candles, Konsolidierung, kurzer Spike nach oben, starke Bewegung nach unten, IC-Candle, Mitigation, Sell-to-Buy-Candle, Supply-and-Demand, nennt wie ihr es wollt.
Yes, also, wie gesagt, wir hatten gestern 2 Entries, was wir super clean mitnehmen konnten. Wir sind zwar hier nicht der cleanste Trade von allen, sage ich euch ehrlich. Wir hatten theoretisch, ich zeichne es ganz kurz euch ein, wir hatten theoretisch hier unseren Entry, Stop-Loss auf ganz safe Hasen über das Protected High. Natürlich könnt ihr euch jetzt in diesem Zeitraum auch noch Re-Entries finden, wie ich gerade gesagt habe. Ihr habt eure große Zone und sucht dann in der großen Zone die sozusagen die Respektierung und geht dann quasi für ein Re-Entry rein und nehmt den eigentlichen Aggressive Entry gar nicht mit, okay? Das heißt, keine Ahnung, Take Profit könnten wir, keine Ahnung, vielleicht bis hier machen, bis zu diesem Low oder zu diesem Low oder zu diesem Low. Ich würde euch empfehlen, macht euren Trade auf Break-Even und lasst ihn einfach laufen oder zieht euch währenddessen Partials raus. Partials heißt, ihr könntet hier einen Teil rausnehmen, hier einen Teil rausnehmen, hier einen Teil rausnehmen. So, ihr wisst, was ich meine. Ich denke, Risikomanagement muss ich nicht mehr arg erklären. Genau. Wir können auch hier ganz kurz nach dem Re-Entry schauen, Freunde. Ja, wieder wunder clean. Ich sage euch, wie es ist. Was ist passiert? Wir hatten hier Highs, haben die gespiked nach oben. Das kann man wieder unschwer erkennen. Hier nach oben. Dann sind wir von dort aus wieder langsam runtergegangen. Ihr seht, wir haben hier die Struktur gebrochen. Wir hatten hier ein Breakout Structure. BOS, ich zeichne das kurz auch ganz hässlich. So. Was haben wir jetzt hier, Freunde? Sehr, sehr interessant, okay? Wir haben hier, wenn ich jetzt hier eine komplett gerade Linie ziehe, okay, von dieser Candle aus, was sehen wir? Wir hatten 4 Highs auf dem genau gleichen Level. Putt, 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 putt. Heißt, sehr starke Liquidität. Was machen die Banken? Auf jeden Fall Ausschau danach halten, okay? Weil, was Enza gerade gesagt hat, die Banken nehmen unser Geld oder das Geld von anderen Tradern als Benzin, als Liquidität, okay? Das heißt, was hätten wir hier machen können? Wir hätten hier wieder einen schönen Trade setzen können. Wir waren sogar noch in der Uhrzeit, kurz vor 20 Uhr. Wäre aber meines Wissens noch sehr valide, weil wir haben 21 Uhr bis 22 Uhr haben wir Profit-Taking Hour. Das heißt, die Banken nehmen gegen 21 Uhr und 22 Uhr, schließen die ihre Profite, nehmen noch die letzten Liquiditätspools. Zum Beispiel hier sehr, sehr schönes Bild. Hier schöne Liquidität gehabt. Starkes Spike mit einem starken Move. Ich denke, es ist schwer erkennbar. Das war noch schön. 9:30 war das. Genau. Genau, was ist dann hier passiert? Wir hatten hier ein Breakout Structure. Könnten dann hier 50%, genau das habe ich vergessen zu sagen. Eine Imbalance muss immer zu 50% gefüllt werden. Dann ist sie glücklich. Dann muss sie nicht mehr angelaufen werden. Ja, was ist hier passiert? Wir sind hier perfekt reingedippt auf die 50%. Ich denke, ich muss nicht so viel dazu sagen. Wenn ihr halt so dieses ganze System gecheckt habt, dann ist es nicht mehr schwer, Sniper-Entries zu finden, okay? Es ist nicht mehr schwer, Sniper-Entries zu finden, weil ihr seht, 50%, es gibt viele, zum Beispiel Enza macht es sehr gerne, er geht an die Imbalance, 50%, ich habe es jetzt ein bisschen unsauber gesetzt, 50% und wir werden schön ausgelöst, okay? Das heißt, wir werden punktgenau ausgelöst und ihr könnt halt wirklich punktgenaue Entries setzen und von dort aus dann weiter nach unten traden, okay? Genau. Das war es mal zu der Entry-Strategie. Ich hoffe, ihr habt euch alles aufgeschrieben. Ich gehe es nochmal ganz kurz durch. 18 bis 20 Uhr, deutsche Zeit. 15:30 Opening Price. Trend. Was haben wir für Zonen? Imbalance, Mitigation oder Gap? Genau, das wäre es, okay? Wie findest du deinen SL? Kann ich dir ganz kurz sagen, Flo? Einen Moment, ich gebe es wieder zurück. Einen Moment. Also Flo, guck mal zum Beispiel hier, wo ein sehr schöner Platz für ein SL ist, ist auf jeden Fall ein Protected High. Protected High, wie gesagt, das über dem High, was gespiked wurde und dann die Struktur von dort aus gebrochen wurde, ist ein schöner Platz für ein SL. Das bedeutet hier, genau. Was gibt es noch? Zum Beispiel, was ich auch sehr gerne mache, wir hatten hier unsere Imbalance. 5-Minuten-Timer hat man die, glaube ich, schöner gesehen. Zum Beispiel mache ich auch sehr gerne den Stop-Loss über die Imbalance. Das funktioniert auch sehr, sehr oft. Wie gesagt, manchmal wirst du halt mit diesen knapperen SLs ausgestoppt. Ich glaube, das hat jeder Smart Money Trader bekommt am Anfang genauso auf die Fresse, weil er sieht, dass er 10er und 20er CRVs catchen kann. Das geht aber dann meistens am Anfang nur in die Hose, weil du halt dein SL auf 0,2 Pips machst und
das ist halt nicht so vorteilhaft. Klar, du hast halt ein krasses CRV, aber ja, wie gesagt, ihr könnt euch schon denken, was ich meine. Flo, wie gesagt, nochmal hier, du kannst deinen Trade auch hinter die Imbalance Candle packen. Klappt sehr, sehr häufig. Hätte jetzt in diesem Fall nicht geklappt, wie du siehst. Sage ich dir so offen und ehrlich. Aber bei mir klappt es sehr, sehr oft. Also ich mache das auf jeden Fall sehr gerne. Also über die Candle von der Imbalance oder auf jeden Fall, also Protected Low ist so das Safeste, was du machen kannst. Okay, genau. Okay. Ich würde sagen, gehen wir über zu Mitigation, okay? Freunde, Mitigation, sage ich euch ehrlich, ist eins der vielleicht auch kompliziertesten Themen. Eigentlich nicht kompliziert, ich habe es versucht, so einfach zu erklären, wie es geht, okay? Sollte eigentlich jedem verständlich sein, ist auch eigentlich nicht schwierig. Und zwar, Mitigation ist quasi der Entry von den Banken, okay? Oder die Ausbalancierung von den Entry der Banken. Ich erkläre es euch, Freunde. Also, wir haben ganz normalen Downtrend und ihr seht hier, also wenn ihr den Chart öffnet und viele fragen mich, wo angefangen haben mit Smart Money zu traden, Bro, auf was soll ich überhaupt achten in Smart Money? Auf was soll ich gucken so? Und was ich super gerne empfehle, ist einfach, schau dir krasse Bewegungen an. Schau dir Bewegungen an, wo der Markt einfach klack nach unten gegangen ist. Und dann schau dir an, sind es News gewesen oder keine News? Wenn es keine News gewesen sind, ist es sehr interessant, weil dann siehst du eine Manipulation von den Banken, okay? Sind es News gewesen? Herzlichen Glückwunsch, dann waren es auch Manipulationen von den Banken, weil die News können den Markt nicht bewegen, das machen immer noch die Banken. Viele Leute sagen halt, ja, die News sind schuld, dass der Markt jetzt so und so ist, aber ja, meine Zeitung kann meinen Trade nicht setzen, so sage ich ganz gerne. Genau, Freunde, lass mich ganz kurz erklären, okay? Ganz easy. Wir haben eine Buy-Position von Smart Money, okay? Das heißt, wir haben hier eine schöne Bewegung nach oben, okay? Beziehungsweise fangen wir anders an. Ihr seht eine krasse Bewegung nach unten, okay? Hier, klar, krasse Bewegung nach unten. Was seht ihr vor der starken Bewegung? Seht ihr eine Buy-Candle, okay? Und jetzt kommt der springende Punkt. Wir haben hier eine Buy-Position von Smart Money. Warum haben wir eine Buy-Position? Das einzigste Problem, was Smart Money hat, was krasse Institutionen haben im Traden, ist, die setzen eine Buy-Position zu gleichen Time wie eine Sell-Position, okay? Das ist nämlich das einzigste Problem. Bedeutet für uns was? Wir haben eine Buy-Position von Smart Money. Wir pushen den Markt hier hoch, nehmen vielleicht noch Liquidität hier raus, okay? Im idealsten Fall. Und dann haben wir hier oben, wo ich markiert habe, haben wir eine extreme Sell-Position, worauf dann dieser krasse Move nach unten stattgefunden hat, okay? Genau. Lass mich das kurz wieder sauber machen, genau. Und dann sind wir jetzt hier unten, okay, Freunde? Und ihr müsst euch denken, jeder, der schon ein bisschen von Trading gecheckt hat, ist, wenn wir eine Buy-Position hier setzen und der Markt ist irgendwo hier unten, dann sind wir im Minus, okay? Das heißt, kommt der Preis unter diese Linie, ist die Buy-Position von Smart Money im Minus, okay? Die Position von Smart Money ist im Minus, okay? Das ist super wichtig zu verstehen. Buy, runter, wir sind hier unten, dieser Buy ist im Minus, okay? Banken traden ohne SL, das heißt, wenn der Markt gottlos nach hier unten scheppert, sind die halt gottlos im Minus, okay? Bedeutet für uns, Freunde, was bedeutet das für uns, okay? Der Markt muss an den Entry-Preis zurückgeführt werden, um den Trend ohne Minus fortzuführen, okay? Um den Trend ohne Minus zu machen, fortzuführen. Bedeutet für uns Key-Entries. Ich sage euch, wie es ist, Key-Entries. Weil wir wissen genau, okay, hier war die Position von Smart Money, wir sehen das. Die letzte Buy-Position vor einer krassen Sell-Position, okay, so wie ich es ja auch aufgezeichnet habe. Bedeutet für uns, der Markt wird langsam wieder hier hochgepresst, wird hier geschlossen, die Position, was hier im Minus war, wird auf Break-Even rausgeschlossen. Die Banken können ihren Dinger Schweiß abwischen und von dort aus traden wir dann einfach den Trade weiter nach unten, okay, oder wir führen den Trend fort. Genau, das ist eigentlich so das Prinzip von Mitigation, okay. Ich habe kurz den Begriff gegoogelt, so wie Ansa vorher. Der Begriff Mitigation bezeichnet allgemeine Handlungen, die die Ursachen eines Problems oder einer Gefahr abschwächen sollen. Macht Sinn, oder? Macht Sinn. Wir haben dieses Problem, dass wir im Minus sind, drücken den Preis hoch, haben den Preis mitigiert, fertig. Der Minus-Trade ist geschlossen auf Break-Even. Keiner macht sich Kopfschmerzen, wir können weiter nach unten und die Banken sind hier mit der Sell-Position noch drin. Das heißt, umso tiefer der Markt geht, umso weiter sind sie im Profit, okay? Genau, Freunde. Das war es zu der Theorie.
Ich denke, das ist relativ simpel. Wir haben eine Buy-Position, dann hier oben eine Sell-Position. Die Buy-Position ist im Minus. Diese Linie ist sozusagen die Minus-Position. Der Markt kommt wieder zurück zu dieser Buy-Position, zu dem Entry-Punkt. Wir schließen, also die Banken schließen den Trade. Wir eröffnen hier den Trade und traden dann dem Trend entsprechend weiter nach vorne. Also sozusagen weiter nach unten oder nach oben, je nachdem, was wir für einen Trend haben. Genau, dann kommen wir noch zum allerletzten Punkt, was wir heute haben. Ich sehe schon, wir haben schon ein bisschen überzogen. Tut mir leid, Freunde. ich gehe sein Herz, Benni. Ganz easy, Freunde. Wir haben hier unsere Mitigation. Ich will euch ganz kurz noch was sagen, zum Verständnis halber einfach. Zum Beispiel, also John Fibonacci bringt die Mitigation so. Da, ihr seht, wir haben also mein blauer Kasten, der hier. Mein blauer Kasten ist sozusagen die letzte Buy Candle. Also die letzte Candle, wo sozusagen, ich nehme kurz einen Pfeil, die letzte Buy Candle, bevor wir eine krasse Manipulation nach unten hatten. Das bedeutet hier, wo die blaue Box angefangen hat, ist sozusagen, ist sozusagen der Entry, also der Buy Entry, okay? Und genauso hier ist es genauso. Hier wieder der lilane Kasten ist die Zone unten. Das heißt auch diese Linie ist der Entry der Banken, okay? Das heißt, wir wollen, dass der Markt sozusagen in beiden Beispielen wieder zurück hier hochkommt auf diesen Punkt, bei dem hier zurück auf diesen Punkt. Und von dort aus wollen wir dann unseren Trade eröffnen, okay? Jetzt nochmal ganz kurz dazu, was ich vorher gemeint hatte. Wir sehen jetzt, wir haben hier den Entry. Wenn wir in 1-Minuten-Chart sind, sehen wir es ein bisschen cleaner. Da sehen wir perfekt dieses M. Ihr könnt gerne einfach mal so dieses hässliche McDonald's M in euren Chart einkritzeln und gucken, wo das passt. Und dann schaut ihr einfach, ist der Markt mal dort reagiert oder nicht, okay? Aber hier hatten wir auf jeden Fall eine schöne Manipulation. Das war genau diese hier. Wir hatten hier die letzte Buy-Position, bevor wir, ihr seht selber, stark nach unten getradet haben, okay? Sehr stark nach unten. Genau, ihr seht sogar das, was Danny gestern gesagt hat mit IC-Candle. Man könnte das ja auch als IC-Candle benutzen. Sieht jetzt nicht sonderlich schön aus, sage ich euch, wie es ist, aber das Prinzip passt. Im kleinen Timeframe auf jeden Fall. Genau das, was Danny gestern gesagt hat, super easy. Diese IC-Candle oder Mitigation, nennt wie ihr es wollt, hat eine Smart-Money-Aufgabe bearbeitet oder wie sagt man, abgearbeitet, genau. Und zwar entweder einmal hier die Liquidität rausgenommen, okay, einmal hier die Liquidität, ja, perfekt, ich habe es falsch schon gezeichnet, so, Liquidität und einmal hier diese Imbalance sind wir reingekommen, okay, das heißt, wir haben sogar zwei Smart-Money-Aufgaben erledigt, okay, ganz easy, das heißt, also eigentlich perfekte Confirmation für unsere Mitigation oder IC-Candle. Genau, was ist jetzt passiert? Jetzt kommt der wichtige Punkt, Freunde, ich mache es immer so, kann ich euch auch dringendstens empfehlen, wenn ihr jetzt so backtestet und schaut und tradet, wenn ihr so eine Zone habt, okay, nicht jeder kann diese perfekten Zonen bestimmen. Du kannst auch irgendeine Zone sagen, gefühlt ist jede Buy-to-Sell-Candle eine IC-Candle. Ist aber nicht der Fall, wisst ihr, wie ich meine? Nicht in jeder Buy- oder in jeder Sell-Candle ist die Bank im Spiel, okay? Deswegen ist es ganz wichtig, wartet immer auf eine Reaktion von den Banken. Okay, ganz easy. Was haben wir dann hier gemacht? Super einfach eigentlich. Der Markt ist hier schön in unsere Mitigation reingelaufen, das heißt in diesem Punkt. Lass mich das ganz kurz einzeichnen. Hier in diesem Punkt, das war sozusagen der Entry. Hier seht ihr, dass wir sind hier schön reingekommen. Was ist dann passiert, Freunde? Auch ganz einfach. Wir sind hier reingekommen. Struktur, wichtig, nicht gebrochen. Okay. Wir haben dieses Low hier nicht gebrochen. Okay. Ihr seht selber, wir sind hier nicht runtergekommen. Wir haben es nur angetestet. Okay. Dann zweiter Versuch. Wir sind wieder hier reingekommen und haben dann im Folgeschluss haben wir dann quasi dieses Low hier gebrochen. Also das war dann war hier unser neues Low. Ich mache hier eine Linie, das heißt, wir hatten hier ein BOS, Breakout Structure, das heißt, wir haben die Struktur sozusagen nach unten gebrochen und das ist unsere erste Confirmation dafür, dass wir quasi lower gehen wollen. Dann haben wir noch dieses Low gebrochen und dieses Low gebrochen und ja, genau. Also eine sehr starke Confirmation dafür, dass wir auf jeden Fall lower gehen wollen, okay? Genau, und was ist dann passiert? Ganz easy, einfacher geht es eigentlich auch nicht mehr. Wir hatten den Breakout Structure. Wir sind in die Zone gekommen. Einfach. Also ich sage euch, wie es ist, einfach. Was ist passiert? Freunde, schaut nochmal ganz kurz auf die Uhrzeit. Wir haben hier 20 Uhr von, was habe ich gesagt, 18 Uhr.
Ja, scheißegal, 18 Uhr kann ich jetzt nicht einzeichnen. Ihr seht, wir sind wieder in der Golden Time in den Markt gekommen. Okay, 15 Minuten später, trotzdem 100% valide, okay? Das heißt, wir hätten hier, so wie ich es gerade zu Flo gesagt habe, wir hätten hier, wäre unser Entry-Punkt. Hier hätten wir unseren Stop-Loss gemacht über dieser Imbalance-Candle oder wir machen unseren Stop-Loss auf Safe über dieses High oder auf komplett safen Hasen über die Mitigation sozusagen, okay? Yes, genau. Was machen wir dann mit unserem Take-Profit? Take-Profit kann man auf jeden Fall mal bis zu diesem Low machen oder hier seht ihr, haben wir noch eine schöne Imbalance. Imbalance kann auch auf jeden Fall immer als Target genommen werden, weil es muss ja irgendwann gefüllt werden. Also wenn es auf dem Weg zum Take-Profit liegt, dann ist es auf jeden Fall ein schönes Target. Das heißt, wir könnten mal unseren Take-Profit bis hierhin machen. Ich in dem Fall hätte den Stop-Loss auf dieses Level hier gepackt. Und somit haben wir ein entspanntes 10er CRV, was wunderschön aufgegangen ist. Genau. Freunde, das wäre es von meinem Part gewesen. Ich will euch noch ganz kurz was zum Abschluss sagen. Und zwar, ich hoffe, Danny hat den Link schon vorbereitet. Ich gehe eure Herzen, Freunde. Wir haben, also nicht wir, es gibt es von, ich glaube nicht mal von Retired Young, von ganz IM, gibt es eine Smart Money Gruppe, okay? Und die Leute, die wirklich sagen, okay, ich werde mir nach dieser Woche oder nach diesem Call, werde ich mich versuchen, in die Smart Money Materie ein bisschen tiefer reinzubringen, gibt es auf jeden Fall einen Link. Genau, Danny, hast du den ready, Bro? Sonst kann ich den noch schnell raussuchen, wenn du willst, während du irgendwas sagst. Ich habe den ready, all good, ich habe den ready. Okay, dann darfst du den mal in die Gruppe packen. Okay, yes, dann würde ich wieder zurückgeben an Yannick, den G. Sehr, sehr wild, völlig verrückt, geisteskrankes Ding. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir hier... Geht das? Nee, geht nicht. Verdammt. Auf jeden Fall, dann pinne ich die zwei... Warum habe ich jetzt ersetzen gemacht? Ich will hinzufügen. So, lieber Ensa, lieber Finn, jetzt dürft ihr euch dem Q&A stellen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr beide heute Abend hier auf dem Call wart. Ensa ist abwesend, glaube ich. Bester Mann, gepinnt, aber abwesend. Ah, nein, anwesend. Nein, klar, ihr dürft euch dem Q&A stellen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr heute Abend da wart. Ihr habt beide extrem, extrem kranke Parts rausgehauen. Wirklich, wirklich geil. Ihr seht, was im Chat passiert. Ihr seht, wie fired up die Leute während dieses Calls waren. Und nochmal an alle anderen, ihr wisst, wie gesagt, ab heute Abend gibt es dann wieder das Recording auf YouTube. Das heißt, für die Leute, die nicht drauf waren oder für die Leute, die sich das Ganze nochmal angucken wollen. Weil gerade das, was Finn gedroppt hat, ist so viel Inputwissen, so viel ins Detail reingehen. Und das ist aus meiner Sicht gefühlt schon die halbe Miete. Wenn du das verinnerlichst, was du gestern auf dem Call hattest mit Thema Market Structure, das, was Danny gesagt hat, Thema Basics im Smart Money, das, was Ensa gesagt hat mit den Sessions und dann auch das, was Finn gesagt hat, da hast du ganz ehrlich die Basics im Smart Money eigentlich schon drauf und ab jetzt kannst du noch besser werden, ab jetzt kannst du eigentlich nur noch Pips catchen und krasse CRVs catchen. Und mit den Worten, wenn ihr Fragen an die Jungs habt, haut die Fragen raus, was wir an Fragen klären können. Die Jungs sind safe down dafür, stellt jede Frage, die ihr habt. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Sonst überlege ich mir Fragen. Danny, hast du Fragen? Was habe ich so viele Fragen? Boah, ich weiß gar nicht. Mir fällt gerade keine Frage ein. So. Zu welcher Zeit macht was am meisten Sinn? Das ist schon mal. Ensa, ich würde sagen, du liest, ich antworte und andersrum, oder? Stimmt zu. Also, lieber Finn, die liebe Charlie fragt, zu welcher Zeit macht es am meisten Sinn, nach Trades zu gucken? Bei S&P 18 bis 20, haben wir ja gesagt. Ansonsten, was würdest du sagen? Wie gesagt, bei S&P, jetzt was ich gerade erklärt habe, 18 bis 20 Uhr, verrückte Zeit. Und sonst, wie gesagt, was Forex angeht, würde ich sagen, kann die Ensa auf jeden Fall mehr beantworten, weil er gerade die Sessions durchgenommen hat. In welchen Timeframes meint die Dame? Ach so, Timeframes. Timeframes, ganz wichtige Frage. Okay, starke Frage. Timeframes, Freunde, super wichtig. Und zwar, jeder Timeframe ist gleich. Yannick hat es gestern schon gesagt. War es Yannick? Ich glaube, du hast gestern gesagt, jeder Timeframe ist gleich. Und in jedem Timeframe passiert das Gleiche. Im 1-Minuten-Time
Im 1-Minuten-Timeframe passieren Mitigation Zones, Imbalances, Order Blocks, schlag mich tot, Liquidation Grabs, Liquiditations Grabs. Ihr wisst, was ich meine. Im 4-Stunden passiert es, im Daily passiert es, im 1-Stunden, im 30 Minuten, in jedem Timeframe. Du musst einfach schauen, welcher Timeframe passt am besten zu mir, was Ensa vorher meinte, okay? Passt am besten 15 Minuten, mag ich es zu scalpen, mag ich 5-Minuten Timeframe. Mag ich meinen Trade über einen Swing zu halten, über eine ganze Woche im Daily Timeframe zum Beispiel. Genau. Deswegen, also es gibt keinen perfekten Timeframe. Du musst den Timeframe für dich einfach schauen. Zum Beispiel mein Timeframe, mein Lieblingstimeframe ist 15 Minuten, 5 Minuten und 1 Minuten Chart. Natürlich bin ich auch im Daily und auch in 4 Stunden, um den Trend abzuchecken. Aber meine Entries nehme ich hauptsächlich im 5 Minuten Timeframe. Klappo. Nächste Frage. Woher weißt du, wann du deinen Trade rausnimmst? Also ab wann merkst du, dass dein Trade gegen dich läuft? Die Frage würde ich ganz kurz lass kurz so Duo machen. Ja. Ich finde, es ist sehr viel Gefühl dabei. Nach einer Weile wirst du halt wissen, hey, okay, wie der Markt bestenfalls verlaufen sollte, wie du ihn sehen möchtest. Und wenn du langsam aber sicher, wenn du es oft genug getradet hast, siehst, hey, okay, da bildet sich etwas oder du siehst, es bildet sich langsam in die Gegenrichtung. Angenommen, der ist jetzt in deine Richtung gelaufen und pusht jetzt langsam aber sicher zum Beispiel in die andere. Dann könnte man zum Beispiel sagen, alright, ich nehme den Trade raus, weil mit der wichtigste Punkt ist nicht nur der Einstiegspunkt, sondern auch zu wissen, ab wann man den Markt verlässt. Finn, was würden Sie sagen? 100%, kann ich dir zu 100% zustimmen, Bro. Und wie gesagt, auf Trend achten ist das Wichtigste. Was ich immer empfehlen kann, sind einfach Partials nehmen. Falls du nicht weißt, wie man Partials nimmt, frag deine Upline. Partials bedeutet einfach, du nimmst quasi, du kannst die Hälfte von deinem Trade rausnehmen, du kannst ein Viertel von deinem Trade schließen, du kannst auch nur 5 Euro für einen Döner von deinem Trade schließen, würde alles passen so. Also du kannst einfach immer Teile rausnehmen und dann bist du auf der sicheren Seite und wenn du dann noch einen Stop-Loss kassierst, sagen wir, du hast einen Stop-Loss von $100 und du hast aber schon 200 Euro Partials in deine Tasche gepackt, dann wird dich dieser Stop-Loss nicht stören, weil du hast schon 100, also du hast 100 Euro plus gemacht, weil du schon 200 gesaved hast, genau. Yes. Okay. Was ist der beste POI? Gibt es nicht. Der beste POI oder sag jetzt mal, der cleanste POI kann auch schief gehen. Ja, dementsprechend 100%. Gibt es keinen besten. 100%. Deswegen würde ich immer sagen, geht nicht diese aggressive Entries, sondern Re-Entries. Der Markt wird dir immer noch eine Chance geben für ein Re-Entry. Also wir kommen in eine große Zone und dann wartest du einfach auf eine Bestätigung der Zone und dann gehst du rein, genau. Okay, Bruder, lass mich eine Frage lesen. Timeframe, achso, das hatten wir gerade. Ensa meinte, TPs und SLs sind Liquidität. Macht es für Banken dann auch Sinn, in Richtung von TPs zu pushen? Schnick, schnick, schnuck. Du darfst beantworten, Bruder. Ehrlich gesagt habe ich mich witzigerweise nicht mit der Frage beschäftigt, aber generell, oder sag jetzt mal, vom Sinn aus würde ich Nein sagen, weil TP würde ja am Ende des Tages bedeuten, dass wir Geld machen. Andererseits sollte man das auch ein bisschen auf der Kehrseite sehen, da wo wir TP machen, verlieren ja auch andere Geld. Heißt, wo wir Gewinne rausziehen, gibt es irgendwo immer Leute, die komplett alles auf Rot gesetzt haben. Dementsprechend ist es auch immer ein bisschen schwer zu beantworten, weil wir müssen es auch so sehen, die Bank sieht ja Sachen, die wir so nicht sehen, also wirklich in anderen Dimensionen. Dementsprechend kann ein Push in unseren TP vielleicht einen größeren Gewinn für die Bank eintüten. Yes, Bruder, ich sag gleich, du hast perfekt beantwortet. Emmy, nochmal ganz kurz, in TPs zu pushen macht für die Banken keinen Sinn, also in unsere TPs, weil die Banken machen ja Geld, im einfachen Sinne gesagt, wenn wir Geld verlieren. Und das ist das, was Ensa gerade meinte und dazu kann ich 100% zustimmen. Yes. Okay, Bruder, nächste Frage. Könnt ihr nochmal die Aufgaben und Konzepte aufzählen? Wow. Lass es am Ende machen. können wir gleich machen, ja. Okay, könnt ihr das mit dem Opening Price nochmal erklären? Übel easy. Opening Price einfach das. Na, Moment. Ui, ich muss ja mein Trading View nochmal aufmachen. Uno momento. Opening Price ist einfach. So, hier schön S&P. Opening Price hier. Ich habe Daily Open. Heißt einfach, wenn der Markt
Weg mit dir. Weg mit dir. Wenn der Markt hier um 23 Uhr geöffnet hat, heißt, er hat um 23 Uhr hier geöffnet. Das war der Preis, an dem die Kerze begonnen hat. Also Opening Price bedeutet nicht mehr als der Anfangspunkt einer Kerze. Und das korrelieren wir zu einer bestimmten Uhrzeit. Genau, ja. Opening Price ist halt sehr oft, also woran du dich orientierst, zum Beispiel wann der Markt öffnet. Zum Beispiel bei den Forex-Paaren öffnet der Markt meistens 6 Uhr deutsche Zeit. Das ist, glaube ich, 0 Uhr New York oder irgendwie so. Genau. Aber S&P auf jeden Fall 15.30 Uhr öffnet der Markt. Das kann ich dir 100% sicher sagen. Bei Forex kann ich dir es gar nicht genau sagen. Müsstest du mal, weiß nicht, deine Upline fragen. Okay. Die Upline weiß es auch nicht. Upline weiß auch nicht, okay. Perfekt. Upline wechseln. Bitte nur, oder? Also ich weiß was von 6 Uhr morgens. Aber ich kann mich da nochmal schlau machen. Könnt ihr nochmal die Aufgaben und Konzepte aufzählen? Ich weiß nicht, ob es sinnvoller wäre, dann einfach das Recording hochzuladen. Weil da ist dann halt, weil wenn wir das jetzt nochmal aufzählen, also wir können es ja mal grob zeigen, aber ich denke, es ergibt mehr Sinn. Safe, 200% von dem ganzen Call-Recording. Das Recording geht jetzt 1,5 Stunden, also das kann man sich auf jeden Fall im Nachhinein noch reinziehen. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ihr alles nochmal aufzählen würdet. Yes. 14 Uhr, New York, jopp. Ja, du hast schon recht. Also der Opening Price von den Sessions stimmt, New York 14 Uhr. Ich glaube, aber es gibt auch noch so einen Market Opening Price, weil der Markt, wie sagt man das, der Marktalgorithmus resettet sich jeden Abend, also mitten in der Nacht, ich glaube 0 Uhr ist es amerikanische Zeit und dann ist es bei uns 6 Uhr oder 7 Uhr deutsche Zeit, resettet sich der Preisalgorithmus und dann läuft es quasi wieder nach neuen Liquiditätspunkten und sowas. Aber das stimmt ja, 14 Uhr, was du meintest. Oder 23 Uhr kann auch sein. So, aber Freunde der Nacht, hat noch jemand eine Frage, Freunde der Nacht, genau. Hat noch jemand eine Frage an den lieben Finn oder an den lieben Ensa? Jetzt oder nie? Wie ist das? Insta-Push. Auf jeden Fall. Definitiv. Perfekt, genau. Schreibt den Jungs auf jeden Fall auf Insta, lasst da ein bisschen Liebe da, schreibt in eure Teamgruppen rein. Extrem, extrem geil. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide heute da wart. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde euch jetzt mal ganz kurz, ich werde mal den lieben Danny hier noch wieder hinzufügen und werde euch dann hier entfernen und mich gleich noch wieder hinzufügen. So, Danny, was sagst du zu unseren beiden Dudes? Also ich muss sagen, das war insane, was sie da rausgehauen haben. Also mir hat Finn gestern geschrieben, dass man das nicht mehr toppen kann, was wir gestern veranstaltet haben. Aber ich sage, wie es ist, das hat alles getoppt, was heute drangekommen ist. Viel Mühe, die sich gegeben haben. Ensa einfach Google durchgespielt und Finn Trading durchgespielt. Ich habe sogar brutal viel gelernt, brutal viel Wiederholung gehabt und viele Sachen dachte ich mir, das hat einfach für mich diese ganze Thematik bestätigt, wie krass das ist, wie krass das ist, dass andere Menschen, ich sage mal Banken und Institutionen, irgendwo im Schatten hocken und die ganze Scheiße hier manipulieren und wir sonst vorher immer hier gehockt haben und gesagt haben, ey, gib dir mal diese Resistance, die ist krank, komm, wir gehen für ein Sell rein. Ja, heftig. Ich fand extrem viele coole Sachen auf diesem Call, ich fand auch extrem viele lustige Sachen auf diesem Call, wie Ensa einfach vorschlägt mit Finn, yo, lass gegenseitig Fragen vorlesen, Ensa liest einfach jede Frage bis auf eine vor, rattert so richtig runter, beantwortet auch noch fast alles, also übel lustig, das war so dieser typische Ensa, so geile Sachen dabei gewesen auf diesem Call, es wird so zu 100% Spaß machen, dieses Recording nochmal anzugucken. Von mir war es für den heutigen Abend. Danny, hast du noch ein paar letzte Worte, bevor ich noch etwas sagen muss? Sonst werde ich, ich wurde gestern, als ich dann gesagt habe, so tschüss, haut rein und so tschüss gehört habe, wurde ich von 3 Leuten angeschrieben und von noch 2 weiteren Leuten angerufen mit der Aussage, hey, du wolltest noch ein Geheimnis revealen, dass wir am Ende des Calls, dass wir am Ende der Woche setzen können. Alter, es kommt am Ende des Calls. Ganz entspannt, Freunde. Ich habe eigentlich gar nichts Großes hinzuzufügen. Wie gesagt, das war zum einen brutal informativ und einfach brutale Comedy-Show.
teilweise wie Finn Sachen formuliert hat, dass die Zeitung keine Trades setzt. Ich habe mich weggeschmissen, als ich das gehört habe. Enza, der sagt, dass er einen kurzen Part draus macht und dann erstmal 40 Minuten schwätzt. Das war Comedy Gold, aber auch einfach brutal viel Wissen, was man mitnehmen konnte. Und ich würde sagen, ich habe nichts mehr da groß dazu zu sagen. Die Bühne ist jetzt für dich frei. Hau das nächste Geheimnis raus. Genau, Herr Insche, wir wollten Sie nicht unseriös nennen. Ich habe mich vorhin so als, was haben Sie zu mir gesagt? Ja, die Schlauberger hier würden Smart Money, Dump Money sagen, hast du gemeint? Und okay, ich sagte gestern auf dem Call, ja, Smart Money, Dump Money, da habe ich mich echt ein bisschen schlecht gefühlt. Ja, genau, danke dafür. So, Freunde, mit diesen Worten kommen wir zum Ende des Calls. Als allerletztes, erinnert euch dran, was wir gestern gehört haben. Gestern gab es das Wort Incentive. Und heute fügen wir dazu Incentive in der Telegram-Gruppe. Der Telegram-Gruppe. Okay, Freunde, Incentive in der Telegram-Gruppe. Damit haben wir alles, was wir an Tag 2 noch sagen wollten. Freut euch auf die nächsten Tage. Es wird so krasse Sachen noch geben. Es wird so ein krankes Geheimnis am Ende dieser Woche geben. Es wird so viel Belief geben. Es wird so viel gepusht werden. Wir haben morgen einen geisteskranken, einen völlig verrückten Special Guest hier auf diesem Call, der das, was Danny und ich gedroppt haben, das, was Finza gedroppt haben, nochmal um einiges toppen wird. Es wird völlig verrückt. Ich bin so gehypt auf diesem Call. Ich habe mir vorhin extra einen neuen Block gekauft, damit ich diesen ganzen Block voll kritzeln kann. Geisteskrank, ich habe so Bock. Mit den Worten, Freunde, wir hören uns morgen. Ihr seht das Recording heute Abend auf dem YouTube-Channel. Haut rein, macht's gut.